FameLab, Talking Science. Vielen Dank. Schön, dass ich nochmal da bin. Wir machen direkt da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Wer von euch, von Ihnen, kann sich an den Namen meines Forschungsgebiets erinnern? Drum habe ich es nochmal mitgebracht, da sehe ich ein paar Meldungen. Super. Es war Einzellmolekülfluoreszenzspektroskopie. Kurz zur Wiederholung, was machen wir damit? Wir untersuchen organische Moleküle, das sind Moleküle, die leuchten können. Und diese Moleküle verhalten sich in einer Leuchtdiode wie Fußballspieler in einer Mannschaft. Und diese Fußballspieler schießen Lichtteilchen weg und können das unterschiedlich gut, weil sie unterschiedlich in Form sind. Und auch unsere Moleküle in dieser Leuchtdiode sind im wahrsten Sinne des Wortes unterschiedlich in Form. Die sind entweder sehr gerade oder in zusammengeknüllter Form. Oder auch aufgefaltet oder so. So, bis dahin waren wir gerade schon. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir unsere Spieler in Form bringen? Wie bringen wir unsere Moleküle dazu, dass sie noch besser Lichtteilchen wegschießen? Der Fußballer würde sagen, durch jahrelanges hartes Training, durch eiserne Disziplin und durch einen starken Willen. Der Physiker sagt, ne. Wir benutzen eine Technik, die im Radsport seit Jahren bestens etabliert ist. Und zu buchstäblich schwindelerregenden Höchstleistungen geführt hat. Das Gute ist, unsere Moleküle müssen nachher keinen Urintest abgeben. Danke. Wir geben unseren Molekülen also ein leistungssteigerndes Mittel. Und in meinem Fall ein sogenanntes Tensid. Den Begriff anionische Tenside kennt jeder, der sich regelmäßig duscht. Also wieder eher die Fußballer als die Physiker. Das ist nämlich... Das ist nämlich ganz, ganz viel in Seifen und Shampoos enthalten. Und wir geben dieses Shampoo also auf unser Molekül und wollen damit die Leistung verbessern. Und was wir also machen? Doping für die Moleküle natürlich. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. In dem Moment, wo wir nämlich diese Art Seife auf unsere Moleküle geben, sieht man schon ganz schön, einen Moment, jetzt sieht man es schön, die ändern ihre Form. Und tatsächlich kommen unsere Moleküle in Form, wenn wir ein Tensid dazu geben. Und dieses in Form kommen sorgt dafür, dass die Leuchtdiode am Schluss wirklich effizienter wird. Und jetzt noch kurz zu diesem langen Namen. Wir untersuchen das alles mit Fluoreszenzspektroskopie. Fluoreszenz kennt man aus der Disco, wenn das T-Shirt so weiß leuchtet, wenn es mit Schwarzlicht angeleuchtet wird. Wir machen das ein bisschen anders. Wir haben einen Laser im Labor, mit dem schießen wir auf diese Moleküle. Das heißt aber nichts anderes, dass wir ihnen ein Lichtteilchen zuwerfen, das sie sich dann packen. Und dann untersuchen wir durch Spektroskopie, mit wie viel Energie die dieses Lichtteilchen wieder wegschießen können. So, und jetzt, wenn Sie das nächste Mal auf Ihrem OLED-TV ein Fußballspiel anschauen, vielleicht das Pokalfinale ohne die Bayern oder das Champions-League-Finale ohne die Bayern, denken Sie vielleicht wenigstens an einen Bayern. Vielen Dank.